Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Summoners War und oha, wir haben ein mega fettes Update bekommen und ich habe schon lange kein Video gemacht und schon lange keinen Gildenkampf mehr gemacht und das werden wir heute alles machen. Ich erzähle euch ein paar Sachen über das neue Update und natürlich die schönen Formwandlungen. Ja, gefallen mir durchweg ganz gut. Orakel und Assassine gefallen mir am wenigsten. Richtig gut. Obwohl sie eigentlich niemand benutzt, sind die Magieritter. Die sehen richtig cute aus, also gefällt mir übelst gut. Klar, die sind im Endeffekt wie etwas abgegradet. Und ganz lustig finde ich den Golem. Der erinnert mich irgendwie an die World of Warcraft Figuren. Finde ich total lustig. Leider hole ich mir trotzdem niemand, weil einfach hier das Orakel, ich weiß nicht. Gefällt mir nicht. Passt irgendwie auch nicht dazu. Ich weiß nicht. Gefällt mir nicht. Am besten finde ich wirklich die Magieritter. Wir können mal... Das ist das Einzige, das mich überhaupt interessiert. Schauen wir uns einfach mal an, wie die Effekte vielleicht aussehen. Oh, guck mal, wie sie in der Mitte dran steht. Oh. Ich weiß gar nicht, was die können. Ich kenne nur die Dark. Probieren wir die Dark. Die sieht noch geiler aus. So, die dritte Attacke. Gott, wie lange dauert der Effekt? Ja, jetzt auch nichts Besonderes. Standardattacke. Ja, okay, cool. Aber ich bin eh nicht so der Formwandlungstyp. Als nächstes wird bei mir Tiana gemacht. Da habe ich auch schon, ich glaube, fast alle Teile. 93 habe ich aktuell gerade. Ich habe Huahei damals gemacht, weil mir die total gut gefallen. Shasun hatte ich ja nicht. Mieheng hatte ich damals auch noch nicht. Dann habe ich mich für sie entschieden, im Nachhinein natürlich, naja, ich hätte es wohl lieber warten, aber die sehen einfach genial aus. Ja, als nächstes ist Tiana dran. Tiana sieht ja wirklich mehr oder weniger, wie war sie denn, bescheiden aus und so natürlich dann schon ganz fresh. Ich denke, die werde ich mir holen. 7 brauche ich noch, easy. Ja, ich denke, das war es so zu den Formwandlungen, die sind auch recht teuer. Also für mich sind die allgemein relativ unattraktiv. Das ist eigentlich alles so, das, was ich dazu sagen kann. Wenn ihr euch dafür interessiert, kauft lieber das 100-Euro-Pack oder den 100-Euro-Pack. Habt ihr wenigstens alle. Lohnt sich, glaube ich, mal mehr, wie wenn ihr nur eins kauft. Wobei 100 Euro für so ein Mist. Kauft euch lieber dieses Transzendenz-Pack. Ah ne, den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Okay, dann habt ihr eh verkackt und dem her, lasst es bleiben. Macht mit den 100 Euro was Besseres. Wir haben noch ein weiteres Update. Bezüglich der Runen, das ist etwas komplizierter. Das mit den Szenario-Drop-Runen, das erspare ich mir jetzt oben die Leserei. Eigentlich sind hier die Diagramme selbsterklärend. Da muss man eigentlich groß nichts dazu sagen. Wichtig, also für mich auf jeden Fall wichtig, Stufe 10. Es droppen keine 4-Sterne-Runen mehr. Das ist für mich so das Wichtigste. Der Rest ist mir persönlich relativ egal, je nachdem in welcher Stage ihr natürlich seid. Könnt ihr hier natürlich schauen, ob sie da was getan hat oder nicht. Ich denke mal, ja, 6 wurde genervt. Dafür 10 geupt. Von dem her passt das eigentlich. Noch ein paar Änderungen mit Monsterstücken. Man kann jetzt 25 durch die allmächtige Beschwörungsstücke umwandeln und damit vielleicht sich doch noch den einen oder anderen besorgen. Ein paar UI verbessern, Bugs und Skillbeschreibungen. Ich muss euch aber wirklich... Das hat mich fast schon geschockt. Ich habe das eben in Line nur gesehen. Ich habe das selber gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Fast eine Frechheit. Für Kristalle kann man hier jetzt diese Mistteile kaufen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum machen die das? Also das ist ja das Dümmste, was es nur gibt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Eieiei. Tut das nicht. Überlegt euch mal, 180 Kristalle, wie lang könnt ihr da eure Energie refreshen und Giants oder sonstiges farmen? Oh mein Gott, ihr habt kein Mana dazu bekommen für die 180 Kristalle. Nichts, es ist nichts gedroppt. Und was habt ihr dann, 180 Kristalle weniger? Tut das nicht. Entweder wurde die Droprate oder die Runen-Chance erhöht, dass man eine gute bekommt, aber ich denke so... Absoluter Mist. Tut das bitte nicht.
Außer ich bin hier schlecht informiert und hier kommt wirklich jedes Mal was Gutes raus, aber das wäre ja ein Witz für die ganzen Cacher. Da hauen die ein paar tausend Euro rein und haben alle die besten Runen. Wird sicherlich nicht passieren. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ich habe eine Legendary aufgemacht. Malaka hat's gegeben. Naja. Leider ist meiner schon vollgeskillt. Ja, der wird irgendwie verfudelt oder so. Mal schauen. Ja, gibt's sonst irgendwas Neues? Brandaktuell. Ich habe wieder ein paar Kristalle dazu bekommen. Schauen wir geschwind in den Shop. Ich habe mein Dragons Team etwas optimiert. Sieht jetzt im Moment so aus. Ich habe schon Bees Video gesehen. Danke übrigens für den Tipp in den Kommentaren. Der war wirklich hilfreich. Ich habe das ein bisschen umgebaut. Ich habe noch ein bisschen Problem mit Werde. Ich habe Werde jetzt umgeruhnt, damit er der Letzte in der Gruppe ist und am Ende nochmal alle hochpusht. Leider habe ich jetzt nur noch 99% Crit-Rate und ich habe keine Rune, mit der ich ihn auf 100 bringen könnte und dabei nicht so viel Speed verliere. Deshalb im Moment mache ich es noch so. Perna ist noch etwas squishy hier in dem Team. Allerdings brauche ich ihn für den Heal und der brockt einfach gut Weiland. Und hier, ja, die ist mir ein bisschen zu lahm und entfernt mir ein bisschen zu ungenau den die Wille-Fähigkeit vom Boss. Fuckt mich noch ein bisschen ab. Erfolgschance so circa 85 bis 90, je nachdem, ob Galen oder Lisa derpen. Kann es auch mal ein Defeated sein, also. Aber ansonsten gehe ich hier mit einer Minute und 20 durch mit dem Team. Funktioniert gut, ich muss mal ein bisschen optimieren. Vielleicht kriege ich auf Lisa noch etwas mehr Accuracy. Galleon kann ich nicht mehr, der hat Max und verkackt oft genug. Oh, jetzt habe ich ihn rausgeworfen. Damit 100% hat er. Speed hat er auch genug, das passt eigentlich alles. Werde kommt als letztes. Dann kommen nochmal alle dran. Alle brocken Weiland. Eventuell nehmen sie Lisa oder der, wie heißt der, Tark. Nehmen vielleicht das Vampir nochmal mit ihren Attacken. Und da kommen sie vielleicht nochmal dran und dann ist der Boss eigentlich normalerweise tot. Von dem her ganz cool. Damit kann ich ganz gut farmen. Gucken wir in den Gildenkampf. Ich habe noch nicht reingeschaut. Gewonnen haben wir. Plus 1er. Oh nee, Lowdev schon wieder. Ich konnte diese Woche nichts aufnehmen. Es war immer Lowdev. Lowdev oder ich hatte keine Zeit. Gestern Abend habe ich schon alles hergerichtet. Angesteckt, Mikrofon hergezogen, gucke ich rein, überall Lowdev, oh mein Gott. Und eigentlich passt das ganz gut mit dem Update heute, da lohnt sich das wenigstens, ich habe eine Kleinigkeit rausgehauen, aber machen wir jetzt Gildenkampf, aber ja, scheint nicht wirklich mega interessant zu werden. Plus 1, naja, wir suchen uns auch nicht den schwersten raus, diese Woche habe ich oft genug schon verkackt, ich habe ein paar Mal Katharina ausprobiert. Die ist allerdings so langsam, da passiert so viel Mist. Ey, ich hätte sollen Videos machen, wie ich am Ausrasten war. Oh mein Gott. Ja, also unten nehmen wir das auf jeden Fall raus. Oben, ihr seht schon die komischen Kombis, ich habe Leute verloren. Übel. Unten, ihr findet mein Rakan-Team so gut, ich auch. Brauche ich da den Panda? So viel Immunität. Doch, komm, der Panda ist cool. Also eine Perna mitnehmen. Nee. Nehmen wir den Panda und Chloe dazu. Das ist übrigens irgendwie mit Abstand mein Lieblingsteam. Es funktioniert so oft. So, oben machen wir. Nehmen wir Lucian. Ist das der richtige? Ich muss den mir irgendwie mal markieren. Blöd, dass man die nicht irgendwie markieren kann. Ja, wir nehmen Megan mit. Und dann. Nee, wir machen so und Megan. Der Drache wird wahrscheinlich zwischendrin kommen, die sind ja beide absolut lahm, aber mir relativ egal. Sollte auch so gehen und ansonsten zertrümmere ich einfach mein iPad und dann ist das Video auch beendet. Egal, Bombe ist drauf, die sind eh meistens Death, vielleicht reicht's ja schon. 29, holy shit, wieso derbt die? Ja, dann hauen wir gleich mal Eschir weg. Damn it. Zwei Runden Immunität haben wir, von dem her, es macht eh kaum Schaden. Jetzt sollen die ihre ganzen Cooldowns raushauen.
haben doch Immunität. Genau, schön. Ach, Arkan, so gut, Mann. Wir können gleich buffen, haben die Attacke in einer Runde eigentlich schon wieder. Arkan, oh mein Gott. So gut. Vielleicht für euch auch ein bisschen langweilig inzwischen. Ich habe ja fast jedes Mal dieses Team. Aber jetzt mal ehrlich, wie geil ist es, wenn Rakan sich mit Kollaps rächt? Einfach nur geil. Genau. So, wir rocken. Bitte provoke, danke. Dann ist mein Panda safe. Wir heilen nicht. Oh, fucking Chloe. Wir entfernen mal Armor Break. Ja, das ist relativ egal eigentlich. So, heilen wir den Panda komplett hoch. So. War schon aus Reflex, wollte ich Autokampf machen. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich bin so faul geworden durch das Spiel. Ich kann kaum mehr andere Spiele spielen. Man will alles in meinem Autokampf machen. So, Crit please. Nice. 7000 Chloe, what the fuck. So, haben wir die alte noch weg hier. Was übrigens ganz cool war, die Service-Beschwörung. Ich habe eigentlich nur positive Kommentare gelesen. Fand wohl jeder ganz gut. Mal schauen, ob wir das für bestimmte und spezielle Monster dann immer so machen. Ihr könnt auch gerne mal ein paar Wünsche reinhauen, welche Monster ihr denn mit wem und wann gern zusammen beschwören möchtet. Vielleicht findet sich ja was. Da kann man ja immer ein bisschen im Chat quatschen, das macht ja auch ganz Fun. Ich muss mir das ein bisschen mehr angewöhnen, dass ich eher in den Chats mich ein bisschen mehr aufhalte. Ich bin relativ voll, was das angeht. Ich schaue lieber nebenher YouTube-Videos und farm irgendwie Runen. Aber man sollte natürlich ein bisschen mehr Kontakt zu einer Community haben. Wäre gut für alle, für mich auch. Dann erfahre ich auch mal ein paar Infos. Ich habe zum Beispiel ewig lang nicht gecheckt, dass die H2H-Änderung tatsächlich wirklich für H2H war und nicht nur für die 10-Stage-Dungeon, Secret-Dungeon-Teile. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe mich gar nicht dafür interessiert groß. Und ich musste es dann erst nochmal lesen. Leica. Sollen wir mal mit Leica was probieren? Unten können wir gerade das nehmen. Das machen wir oben, Leica. Leica und Theomars. Dann nehmen wir doch auch Theomars. Meine, das ist natürlich Shit. Deswegen muss ich wieder Leo mitnehmen. Theo Leo. Ich denke mal, Leica wird hier nicht so dreckig abgehen. Sollen wir das so probieren? Eigentlich wieder Wahnsinn. Eigentlich Wahnsinn, oder? Nee. Komm, Homunculus sehen wir auch so selten. Galleon, Orion und Homunculus. Sollte eigentlich gehen. Ich denke eigentlich, Homunculus stunt und dottet eigentlich ganz zuverlässig. Aber verschreien wir es nicht. Bitte Willerune entfernen. Ja, okay, das geht mir auch ganz gut durch so. Dann dotten wir mal. Oh mein Gott, wie viel Life hat der, um Himmels Willen? Und hat er nicht gekrittet? Ey. So. Ist dann irgendwas? Sehr gut. Jetzt haben wir ihn zurück. Oh, nice. Hohoho. Homunculus ist gut, oder? Leute. Und so mega gut sind meine Runen ja gar nicht. Aber die sind okay-ish. Also. Da würde schon noch mehr gehen. Und keine Devil. Oder kaum Devil Moons. Ah, Homunculus ist gut. Der gefällt mir. Bin so froh, dass ich den relativ zügig farmen konnte. Hat mich zwar damals ein paar Kristalle gekostet. Die Woche war auch ziemlich hart. Aber es hat sich doch gelohnt. Auch in Bezug auf den Turm. Hat mir schon wirklich weitergebracht. Ich komme jetzt wirklich safe auf 80. Ohne, dass ich mich groß anstrengen muss. Das ist ja eigentlich das, was man haben will. Ich habe immer TOA nie richtig gespielt, weil das einfach zu viel Zeit gekostet hat. So, hätten wir den zweiten Sieg auch. Ich hoffe, das waren bloß Zweier. Oh ja, Gott sei Dank. Gestern auch. Ich habe einfach nur irgendwas gemacht. Ich war in Gedanken total woanders. Und mache 1 plus 1 und 2 plus 2. Oh. Die Woche ist einfach total für den Arsch. So, das ist der vollste. Den könnten wir koppern. So, Theomas brauche ich nicht nochmal.
Double Bombing mit Stripper gefährlich. Machen wir hier Copper Bulldozer. Unten machen wir auch weg, zu gefährlich. Bulldozer rein, Messity rein und Copper. Sollte eigentlich funktionieren. Meistens tötet der Theomars einen, aber da das hier der letzte Kampf ist, juckt mich das nicht. Wir nehmen unten Theomars. Wir nehmen Orion. Und wir nehmen mal Stella. Vielleicht kommt Stella dran. Können wir mal ihren Damage testen. Wir testen ihren Damage komplett. Und sie muss schauen mit dem Speed. Ich glaube, die ist schneller als Galleon. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Oh, shit. Dann machen wir es anders. Wir nehmen Megan mit. Und ein Armor Breaker, der schneller ist als sie. Fuck. Orion. Wir müssen einfach hoffen, dass es funktioniert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass ich schnell genug bin, um die vollen Hits von Stella rauszuhauen. Ich weiß gar nicht, was das Speedcap war. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls das jemand weiß. Ich bin gerade zu faul, das zu googeln. War das nicht mal 120 plus Speed? Na, ich weiß es jetzt auch nicht. So. Mir doch egal. Ja, ich verstehe auch die Verteidigung nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. Schauen die Leute kein YouTube oder... Wieso machen die Leute Dizzy Dev? Weil Theomars immer einen mitnimmt. Wäre jetzt die richtige Antwort. Herrgott. Wirklich, ist es jedes Mal dasselbe. Mir ist sowas von scheißegal. Verpiss dich. Nice. So, jetzt gucken. Willeron, ich sag's dir, Mann. Armor. Oh Gott. Obwohl, das zögern wir jetzt mal ein bisschen raus. Wir entfernen den Willeber. Ey. Ist gut. Ist gut. Ja, wir geben uns trotzdem den Buff. Ich versuche mal mit Stella den Armor Break zu machen. Zum Heulen. Kriegen wir den Armor Break hier noch jemals hin? Ich denke nicht. Ich denke, wir kriegen nicht mal den Damage hin. Ich denke, mein Orion und meine Megan töten hier. So, please, Armor Break. Gott sei Dank. Attack Buff haben wir. So, dann machen wir auf plus 1 und schauen mal. Hast hier keinen RTK-Buff? 4-8 war das, glaub. Ja gut, 4-8 ist auch nicht so schlecht. Dann wären das ja 7.000 Mal, je nachdem, wie oft sie drankommt. Nett, mit so Abfallruhen. Ja, kaufen wir kurz im Gildenshop. Einmal hier. Ja, reicht nicht für was weiteres. Hat sich in dem Shop eigentlich was geändert? Man muss ja irgendwie überall schauen. Nö. Sollen wir uns nochmal den Witz angucken? Ich glaub's nicht, ey. Wer kauft das? Oder bin ich so bescheuert und erkenne... Und erkenne... Erkenn's nicht? Nee. Bullshit. Bullshit, tu das nicht. Tu das nicht. Hätten wir hier noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Muss ich auch noch machen. Ja, aber dann war's das, glaub ich, schon wieder für heute. War das ein kurzes Video? 19 Minuten? Nee, das war eigentlich ganz gut. Schön zum Zwischendurch anschauen. Ja, Kommentare natürlich wieder sehr gern. Verbesserungsvorschläge, Kritik und sonstiges Ideen einfach in die Kommentare. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.